Ja, wunderschönen guten Morgen. Freut mich ja, dass so viele Leute hier hinkommen. Ich habe gerade mit Christian, dem zweiten Redner, noch kurz gesprochen. Irgendwie scheint so Fernerkundung und GIS, das sind immer noch so ein bisschen so zwei Welten, aber ihr habt ja mit den Füßen abgestimmt. Das Interesse ist da. Wir haben eine spannende Session mit zwei Vorträgen. Der Christoph Hormann wird anfangen, erstmal, glaube ich, einen etwas allgemeineren Überblick geben über alle möglichen Satellitendaten, Fernerkundungsdaten, Satellitenbilder, hast du es genannt, geben, bevor der Christian Strobel dann speziell nochmal auf das Copernicus-Programm eingehen wird. Ja, vorstellen kannst du dich selber, ne? Ja, vielen Dank. Ich bin der Christoph Hormann und ich möchte heute etwas zu freien Satellitenbildern vorstellen. Zunächst ein bisschen was zur Motivation. Viele von Ihnen haben schon sicher gehört, dass es freie Satellitendaten gibt und nicht nur welche, die man kaufen kann. Der Grund, weshalb das so wichtig ist, ist aber nicht unbedingt so allgemein bekannt. Und ich möchte das jetzt mal aus meiner Perspektive kurz darstellen. Was die meisten wissen, ist, dass Geodaten und Karten eigentlich insbesondere im historischen Zusammenhang nie wirklich reine Informationen waren und sind, sondern immer auch eine politische Gestaltungsinstrument darstellen durch die Auswahl und durch die Deutungshoheit bei der Darstellung der Informationen. Und das gilt im Grunde genommen genauso auch für Satellitendaten. Es sei denn, und jetzt sind die zwei wichtigen Faktoren, die die Ausnahme bedingen, es sei denn, die Bilder sind offene Daten und sind frei verfügbar und nutzbar für jeden. Und der andere wichtige Punkt, die Bilder sind neutral und ohne subjektive Auswahl des Wann und Wo aufgenommen. Und wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann sind Satellitendaten eigentlich eine der neutralsten Informationsquellen, die wir im großen Umfang so haben. Und es bietet sich natürlich jetzt keinen Vergleich an zu sonstigen Geodaten direkt, weil es ein Äpfel- und Birnen-Vergleich nicht sonderlich sinnvoll. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, freie Satellitendaten sind wichtiger als zum Beispiel OpenStreetMap. Aber sie sind so etwas Einmaliges in dieser Neutralität, dass man sie auf jeden Fall deswegen besonders berücksichtigen sollte. Und trotz dieser Einmaligkeit ist es leider so, dass die Informationen, die wir allgemeinverständlich und zugänglich für jedermann und auch für den Einstieg geeignet zu Satellitendaten haben, insbesondere freien Satellitendaten, relativ bescheiden sind. Es ist relativ schwierig für jemanden, der da in die Thematik einsteigen will heutzutage, da die dafür notwendigen Informationen zu finden. Und was da verfügbar ist, ist weitestgehend dominiert von PR und Marketing der Betreiber und entsprechend meistens relativ oberflächlich und geht nicht wirklich in die Tiefe. Und deswegen möchte ich hier halt auch dieses Thema vorstellen aus meiner Perspektive. Ich biete da einen Einblick auf Basis von über 10 Jahren praktischer Erfahrung in der Arbeit mit freien Satellitendaten. Und ich biete auch eine unabhängige Perspektive auf das Thema, weil ich keine Geschäftsbeziehungen zu den Betreibern oder mit den verbundenen Unternehmen habe und somit zwar auch keine Internas aus dem Betrieb hier ausplaudern kann, aber eine neutrale Perspektive auf das Thema habe und jetzt nicht motiviert bin, irgendein System besonders positiv oder besonders negativ rauszustellen. Was will ich hier vorstellen? Im Anbetracht der relativ kurzen Vortragsdauer muss ich mich stark eingrenzen. Ich möchte also nur optische Bildsensoren im sichtbaren Bereich vorstellen. Im Grunde genommen Satelliten, die Farbfotos machen. Ich zeige auch nur Bilder in Echtfarben. Das bedeutet Bilder, die von der Farbdarstellung im Wesentlichen dem Eindruck entsprechen, den wir auch mit unserem Auge haben würden. Ich stelle nur Systeme vor, die umfassend ihre Daten als offene Daten verfügbar haben und ich stelle auch nur Satelliten vor, die aktuell im Betrieb sind. Noch ein kleiner Hinweis, es gibt oft Verwirrungen zu den Bezeichnungen, den Namen bei den verschiedenen Systemen, zwischen den Namen der Satelliten auf der einen Seite und den Namen der Instrumente, der Sensoren auf der anderen Seite. Das habe ich deshalb in dem Vortrag in farbig etwas hervorgehoben. Steigen wir also ein in das Thema Erdbeobachtungssatelliten, gibt es im Grunde genommen zwei Grundtypen. Das sind zunächst erstmal die geostationären Wettersatelliten. Das ist hier mal in einem schematischen Bild dargestellt. Die bewegen sich in relativ großer Höhe über der Erdoberfläche. Und aufgrund der relativ langen Umlaufzeit, die der Satellit in dieser Höhe braucht, um die Erde zu umrunden, entspricht diese Umlaufzeit exakt auch der Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die eigene Achse dreht. Das bedeutet,
wenn sich die Erde jetzt weiterdreht, dann bleibt der Satellit immer über demselben Punkt auf der Erdoberfläche am Äquator stehen. Der hat also eine Umlaufbahn, die sich genau in Äquatorebene bewegt und nimmt deshalb immer denselben Ausschnitt auf der Erdoberfläche dar, der ein bisschen kleiner ist als die halbe Hälfte der Erde. Die Bilder, die so ein Satellit macht, sehen etwa so aus. Man sieht also, dass die Tageszeiten eben entsprechend aufgenommen werden. Und der große Vorteil davon ist, dass eben der Satellit diesen Ausschnitt in relativ hoher Frequenz aufnehmen kann. Üblicherweise können die heutigen Satelliten die gesamte Erdscheibe im Intervall von 10, 15 Minuten aufnehmen und einen kleineren Ausschnitt teilweise noch deutlich öfter, also im Bereich von einer Minute Intervall. Es gibt drei große Betreiber von derartigen Satelliten weltweit. Das sind die Amerikaner, die Japaner und die Europäer. Die amerikanischen Satelliten sind die Daten weitestgehend als offene Daten verfügbar. Auch die japanischen Satelliten haben einen relativ freien Datenzugang, aber die Nutzung ist nur eingeschränkt möglich. Und die europäischen Satelliten sind leider komplett verschlossen. Man bekommt höchstens indirekt über Kunden der europäischen Betreiber dann in geringerer Qualität Daten zu sehen, aber die eigentlichen Originaldaten sind nicht verfügbar. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu den geostationären Satelliten sagen möchte. Ist ein relativ spezielles Thema und für Dinge außer der Wetterbeobachtung eigentlich relativ uninteressant. Interessanter ist da eher der andere Grundtyp von Erdbeobachtungssatelliten, zu dem alle die Satelliten, die ich im Folgenden vorstellen möchte, gehören. Das sind die sonnensynchronen Satelliten. Und ich möchte hier einem kleinen Schaubild erläutern, wie das Grundprinzip funktioniert. Die bewegen sich also in einer relativ niedrigen Höhe über der Erdoberfläche und nicht in Äquatorebene, sondern im Grunde genommen mehr oder weniger von Pol zu Pol, auch polare Umlaufbahn von dem Satelliten. Und der hier gezeigte Satellit, an der Stelle, wo er jetzt gerade eingezeichnet ist, bewegt er sich von Süden nach Norden. Der braucht etwas über anderthalb Stunden, um einmal um die Erde rumzufliegen. Und wenn er jetzt einmal rumgeflogen ist, hat sich die Erde ja im Laufe der Tageszeiten ein Stück weiter nach Osten gedreht. Und der Satellit, wenn er jetzt beim nächsten Mal rumkommt, hat sich die Bahnebene genauso weit nach Westen gedreht, wie die Erde sich nach Osten gedreht hat, sodass die Orientierung der Bahnebene immer konstant zur Beleuchtungsrichtung bleibt. Deswegen heißt es sonnensynchroner Satellit. Und das ist ein sehr nützliches Prinzip für die Erdbeobachtung, weil man immer unter den gleichen Beleuchtungsbedingungen die Erdoberfläche beobachten kann. Großer Nachteil davon ist es, diese Bahndrehung funktioniert nur, weil die Erde eben nicht ganz kugelförmig ist und dadurch eben ein entsprechendes Moment auf den Satelliten wirkt. Und das tut es aber nur mit genau der Intensität, um diese Synchronität zu erreichen, wenn die Bahnneigung und die Bahnhöhe genau in einem bestimmten Verhältnis sind. Man kann also die verschiedenen Bahnparameter bei so einem Satelliten nicht unabhängig voneinander wählen. Kommen wir zum ersten konkreten Satelliten und den Bildern. So sehen also die Bilder von so einem Satelliten aus, wenn der die Aufnahmen macht. Die Satelliten sind eigentlich alle so konzipiert, dass sie nicht wirklich so ein zweidimensionales Bild als Ganzes aufnehmen, sondern die nehmen immer nur einen schmalen Streifen aus. Und wenn der Satellit sich halt um die Erde weiter rumbewegt, wird das immer wieder getan. Und dadurch entsteht erst das größere zweidimensionale Bild. Man sieht hier die Aufnahmerichtung von Süden nach Norden. Das hat ein Blickfeld von etwa 3000 Kilometer Breite und das hier gezeigte Bild ist eben ein Ausschnitt von etwa 6 Minuten und der gewählte Zeitpunkt ist eine relativ schöne Wetterlage im Februar. Jetzt in diesem Jahr sieht man auch eine ganze Menge Schnee in Osteuropa und in den Alpen und das üblich schmuddelige Braun-Grün, was sie halt im Winter hier so haben. So, etwas längerer Zeitraum noch, wo man noch sieht die Tag-Nacht-Grenze im Norden und wenn der Satellit jetzt einmal rumgeflogen ist und während des ganzen Umflugs natürlich Aufnahmen gemacht hat und beim nächsten Umlauf neu ankommt, dann sieht man, ist er ein bisschen weiter nach Westen. Ich habe hier nochmal die Zeiten angegeben, also etwas über 1,5 Stunden Differenz zwischen den beiden Umläufen. Und was man auch sehr schön sehen kann, ist, dass die Überlappung zwischen den einzelnen Bildern zum Pol her zunimmt, weil die Satellitenbahnen dort näher aneinander sind. Es werden also prinzipbedingt bei all diesen Satelliten immer deutlich mehr Bilder in Polnähe aufgenommen als im Äquator. Das ist eine gewisse Abweichung, prinzipbedingt von der eingangs erwähnten Neutralität bei den Aufnahmen, die aber aufgrund der Physik nicht wirklich zu ändern ist. Hier nochmal zusammengestellt von genau diesen Satelliten alle Bilder eines Tages. Man sieht also, dass dieser Satellit, der einzige Satellit von denen, die ich jetzt vorstellen möchte, tatsächlich jeden Tag die gesamte Erdoberfläche aufnimmt. Das Kamerasystem, was diese Bilder macht, heißt VIRS.
kommt derzeit nur auf einem experimentellen Satelliten zum Einsatz und ist aber geplant, für die nächsten Jahrzehnte auf allen amerikanischen Wettersatelliten in polarer Umlaufbahn eingesetzt zu werden. Ist also wahrscheinlich ein System, dessen Daten wir auch absehbare Zukunft langfristig bekommen können. Ich habe hier nochmal skizziert die Perspektive, die dieser Satellit hat. Er fliegt also in etwa 830 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche und hat ein Blickfeld von 3000 Kilometer. Das ist also ein sehr weitwinkliges Blickfeld, was auch bedingt, dass an den Rändern des Blickfeldes die tatsächliche Auflösung deutlich geringer ist, weil der Aufnahmeabstand deutlich größer ist. Nominell im Punkt direkt unter dem Satelliten beträgt die Auflösung der Bilder etwa 375 Meter bzw. 57 Meter je nach Spektralband. Hier nochmal ein praktisches Beispiel. Satellit, wie gesagt, in erster Linie zur Wetterbeobachtung und hier ein paar Staubstürme vom Ende letzten Jahres über dem Westen Afrikas, die man sehr schön sehen kann. Das Bild stammt aus einem Programm namens Worldview. Das ist eine Internetanwendung, wo man die Bilder zeitnah betrachten kann, was mich gleich direkt zum Datenzugang zu diesen Bildern bringt. Zum Betrachten kann man die sehr schön in diesem Worldview-Programm sehen und die Bilder, die man da sieht, kann man auch als WMS-TMS-Dienst in eigene Anwendungen anbinden. Daneben kann man auch die Einzelbilder, wie ich sie ja vorhin gezeigt habe, in etwas anderer Form auch direkt zeitnah innerhalb von ein paar Stunden betrachten. Der Zugang zu den eigentlichen Rohdaten des Satelliten ist noch etwas unvollständig und nicht immer ganz zuverlässig, weil das System halt noch nicht im Routinebetrieb ist, aber trotzdem hier zwei Links, wo man schon ein paar Daten bekommen kann. So, nächster Satellit, nur ganz kurz, sieht im Grunde genommen sehr ähnlich aus, aber in diesem Fall Aufnahmerichtung von Norden nach Süden. Und das Beispielbild, was ich hier zeige, ist vom letzten Sommer. Hier auch nochmal ein vergrößerter Ausschnitt, um zu sehen, wie gering oder wie hoch die Auflösung davon ist. Wer das jetzt nicht sofort erkennt, ein paar Hinweise, was da abgebildet ist. Das ist also die Gegend, wo wir uns hier befinden, im letzten Sommer. Auch hier mal alle Bilder eines Tages zusammengestellt. Man sieht, es wird nicht mehr ganz die komplette Erdoberfläche jeden Tag abgebildet, sondern es gibt kleine Lücken am Äquator, die nur jeden zweiten Tag erfasst werden. Das System heißt MODIS, kommt auf zwei Satelliten zum Einsatz und ich habe hier mal geschrieben, es sind die meistgenutzten Satellitenbilder, die wir heute haben. Was damit gemeint ist, ist, wenn man irgendwo eine Visualisierung der gesamten Erde in mehr oder weniger natürlichen Farben oder von einer größeren Region sieht, ist das in fast allen Fällen auf Basis von MODIS-Daten produziert. Auch die Bilder, die ich vorhin zu den Satelliten zum Grundprinzip gezeigt habe, zeigen im Hintergrund eine Erde auf Basis von MODIS-Daten. Waren die ersten wirklich offenen Satellitendaten, wo ein Satellit konzipiert und betrieben wurde, mit dem festen Plan umgesetzt, alle Daten umfassend von diesem Sensor als offene Daten verfügbar zu machen und darüber zu vertreiben, ist mittlerweile seit über 15 Jahren in Betrieb, hat also einen riesen Datenbestand. Wenn man von irgendeinem Datum in der Vergangenheit, von irgendeinem Punkt der Erdoberfläche ein Bild haben möchte, ist das Wahrscheinlichste, dass man es im MODIS-Archiv findet. Noch ein konkretes Beispiel, wieder aus Worldview, Packeisgrenze im Norden Russlands im Sommer, bei einer extremen Schönwetterlage, wo man das wolkenfrei sehen kann. Die Bilder im Grunde genommen Zugangsmöglichkeiten ähnlich wie bei VIRS, nur noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten, weil das eben schon im Routinebetrieb ist. Es gibt recht schöne Mosaike der Polarregionen, die auch zeitnah aktualisiert werden und es gibt ein wesentlich größeres Spektrum an Daten zur Analyse und Weiterverarbeitung, insbesondere weiterverarbeiteten Produkten für diverse Spezialanwendungen, Vegetation, Wolken, Meereis und dergleichen, findet sich jede Menge. Kann man unter den Links, die gezeigt sind, mal gucken, ob da was für einen ist. So, jetzt dritter Satellit, ein deutlich anderes Konzept, aber das Grundprinzip ist wieder dasselbe. Aufnahmerichtung von Norden nach Süden, schmale Streifen, die zusammengesetzt dann ein Bild ergeben. In dem Fall das Blickfeld nur deutlich schmaler, 190 Kilometer breit. Aber auf der anderen Seite deutlich höhere räumliche Auflösung. Die meisten werden wahrscheinlich erkennen, dass das die Stadt ist, wo wir uns hier gerade befinden. Aus dem letzten Sommer. Und der Satellit, haben vielleicht einige auch schon erkannt, heißt Landsat, ist der bekannteste Erdbeobachtungssatellit, das bekannteste Erdbeobachtungsprogramm und hat auch den größten Bestand an offenen Satellitendaten, den wir heute von einem Erdbeobachtungsprogramm haben. Ist daneben wirtschaftlich auch am bedeutendsten von allen.
Was viele nicht wissen, ist, die Landsat-Daten waren nicht schon immer offen, sondern in erst relativ junger Vergangenheit vollständig geöffnet worden. Bevor ich auf die Geschichte kurz eingehe, noch ein Hinweis, die rote Box, die ich da gezeigt habe, die Einschränkung der Neutralität aufgrund des schmalen Blickfeldes und der Bahneinschränkung der sonnensynchronen Umlaufbahn nimmt der Satellit die unmittelbare Polarumgebung nicht auf. Es gibt also eine Grenze im Norden, die leicht ein bis zweimal pro Jahr verringert wird, indem man das Blickfeld ein bisschen kippt. Daneben wird Landsat so betrieben, dass nur normalerweise die Landflächen aufgenommen werden, also nicht die Wasserflächen. Zum historischen Zusammenhang. Landsat war das erste Erdbeobachtungsprogramm, was sich nicht primär auf die Wetterbeobachtung bezog und ist 1972 der erste Satellit gestartet worden. Nachdem man mit den ersten beiden Satelliten die Machbarkeit demonstriert hat, hat man dann versucht, 1980 das Ganze zu kommerzialisieren. Sprich, man wollte versuchen, durch Verkauf der Bilder die Kosten des Gesamtsystems wieder reinzubringen. Das hat man dann etwa 20 Jahre lang versucht und relativ spektakulär gescheitert, sodass man 1999 das Ganze wieder in den staatlichen Betrieb zurückgeführt hat allmählich. War übrigens auch etwa der Zeitraum, wo dann die ersten wirklich kommerziellen Erdbeobachtungssatelliten kamen. Ab 2008 sind dann vollständig alle Daten im Internet zugänglich gemacht worden. Und was dann passierte, kann man hier sehen, die Entwicklung der Downloadzahlen in den letzten Jahren. Mittlerweile werden Landsat-Bilder etwa 50.000 pro Tag direkt vom USGS runtergeladen. Da es natürlich offene Daten sind, bekommt nicht jeder die Daten direkt vom USGS. Geschätzter wirtschaftliche Nutzen in einer Studie 2011 etwas über 2 Milliarden Dollar pro Jahr, also enorm. Die Landsat-Daten, die heute verfügbar sind, sind hier gezeigt. Aktuell im Betrieb sind Landsat 7 und Landsat 8. Landsat 7 ist seit 2003 nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Die Daten können also nur noch begrenzt verwendet werden, wird aber weiterhin Aufnahmen mit aufgenommen und sind schon die Planung angelaufen für den nächsten Landsat-Satelliten ab etwa 2021. Hier nochmal ergänzend die Abdeckung eines Tages. Man sieht also, dass nur die Landflächen abgedeckt werden und die Abdeckung an einem Tag relativ gering ist. Und es dauert insgesamt 16 Tage, bis die komplette Erdoberfläche abgedeckt ist. Und das wird durch die zwei Satelliten, durch den Landsat 7, teilweise auf 8 Tage verringert. Hier zwei Beispiele von konkreten Bildern. Einmal von Sibirien von letzten Herbst mit Herbstfarben und einmal relativ neues Bild von etwas über einer Woche aus Südamerika. Die beiden Bilder können Sie auch, wenn Sie sich mal angucken wollen, wie die Qualität der Daten eigentlich ist, bei mir im Blog in voller Größe, in einem etwas größeren Ausschnitt herunterladen. An die Daten direkt dran kommt man auf folgende Möglichkeiten. Es gibt zwei relativ nette Dienste, wo man die zeitnah im Internet bekommen kann. Das ist einmal Landsat Live von Mapbox, wo man die Daten sehen kann, und Landsat Look vom USGS, was ein bisschen mehr Möglichkeiten liefert, aber nur Falschfarbendarstellung. Daneben bieten auch die meisten Kartendienste, die globale Satellitenebenen anbieten, im mittleren Zoom-Bereich Landsat-Daten als Basis. Wer die Daten direkt bekommen möchte, bekommt beim USGS über das Programm Earth Explorer an die Daten ran. Ist relativ unkompliziert, insbesondere für die aktuellen Bilder, die man direkt unmittelbar runterladen kann. Damit wäre normalerweise der Vortrag vor ein paar Jahren auch beendet gewesen. Mit dem Statement, europäische Erdbeobachtungssatelliten haben traditionell keine offenen Daten. Das hat sich dann aber im Zug des Landsat-Erfolges ein bisschen geändert, weil die Politik halt gemerkt hat, da lässt sich eine Menge wirtschaftlich bei rausholen. Und bei der Planung des damals in der Planung befindlichen Erdbeobachtungsprogramms GMES, was wir heute als Copernicus-Programm kennen, was dann im nächsten Vortrag auch nochmal detailliert behandelt wird, wurde festgeschrieben, dass die Daten offen sind. Und hier ist eben nochmal zitiert der Absatz in der Verordnung, der im Grunde genommen die Grundlage ist, weshalb wir in Europa überhaupt offene Satellitendaten haben. Kurz nochmal, wenn die Zeit hoffentlich noch langt, die beiden Satelliten, die im Rahmen meines Vortrags ich vorstelle. Der erste, hier ein Bild, sieht man 290 Kilometer Blickfeldbreite und was einem wahrscheinlich auffällt im Vergleich zu den anderen Bildern, die wir gesehen haben, die Begrenzung im Anfang und Ende ist ein bisschen anders. Das liegt an der
Art und Weise, wie die Daten vertrieben werden. Ist aber jetzt nicht sonderlich von Bedeutung. Der Ausschnitt von Passau nochmal. Die Farben sind etwas anders, weil es ein anderes, etwa 2 Monate später ist, der Hauptgrund. Was man aber vielleicht andersweise erkennt, dass die Auflösung etwas höher ist als bei Landsat. Der Satellit, um den es geht, heißt Sentinel-2, ist relativ viel in jüngerer Zeit in der Presse gewesen, weil gerade ein zweiter Satellit gestartet wurde, produziert aktuell die umfangreichsten Datenmengen von allen Satelliten, die ich vorstelle, hat aber als kleiner Wermutstropf in einem eigentlich sehr schönen Erdbeobachtungsprogramm die Einschränkung, dass es eben keine komplett neutrale Aufnahmeplanung gibt. Es wird also ein Schwerpunkt gesetzt auf Europa, Afrika und Grönland, die alle 10 Tage aufgenommen werden, der Rest der Welt nur die größeren Landflächen und normalerweise nur alle 20 Tage, was sich dann mit dem zweiten Satelliten auf 5 oder 10 Tage verringern wird. Hier die Abdeckung von einem Tag, wo man genau das sieht, dass eben Afrika und Europa komplett abgedeckt werden, während in anderen Bereichen gewisse Lücken herrschen und innerhalb von 10 bzw. 20 Tagen wird das dann halt vollständig abgedeckt. Auch hier ein konkretes Beispiel von Alaska. Auch das kann man wieder in voller Größe, in etwas größeren Ausschnitt bei mir im Blog sich angucken. Und die Daten zum Betrachten direkt im Netz, so unmittelbar, gibt es bis jetzt keine guten Möglichkeiten. Es gibt eine ganze Menge von Firmen, die da angefangen haben, was zu machen. Aber nichts, was ich jetzt wirklich universell empfehlen kann, weil es langfristig zuverlässig verfügbar ist. Wer sich dafür interessiert, findet da eine ganze Menge und kann ein bisschen spielen. An die Daten selbst kommt man mittlerweile relativ gut ran, über ein Interface von der ESA, was man auch über eine API-Skript gesteuert zugreifen kann. Wem das nicht so behagt, der kann auch über den USGS an die Daten rankommen, aber nicht immer vollständig und nicht immer aktuell. Noch ganz kurz der letzte Satellit, der relativ jung ist, erst in Betrieb genommen, sieht man hier, Blickfeld etwas in der Mitte. Und die Abdeckung an einem Tag halt auch in der Mitte. Und wie man sich leicht vorstellen kann, innerhalb von 2 bis 3 Tagen wird da auch die gesamte Erdoberfläche abgedeckt. Der Satellit heißt Sentinel-3. Und Besonderheit vor allem, dass es eben asymmetrisches Blickfeld ist, um eben die Reflexion von der Morgensonne bei der Morgenbeleuchtung zu vermeiden. Leider bis jetzt aufgrund der relativ jungen Natur des Systems noch nicht vollständig die Daten verfügbar. Die in der Frühphase des Betriebes aufgenommenen Daten sind noch nicht zugänglich und es gibt auch noch erhebliche Abweichungen zwischen den Daten, die wir haben können und der Spezifikation. Damit sind wir fast durch. Man betont, das ist nicht alles, was es gibt. Hier nochmal kurz aufgelistet andere Satelliten, die ebenfalls offene Daten umfassend anbieten. Daneben gibt es auch noch eine Menge Betreiber von Satelliten, die teilweise offene Daten bieten. Das darf auch nicht unerwähnt bleiben. Und natürlich außer dem, was ich jetzt vorgestellt habe, im sichtbaren Bereich gibt es noch einen Riesenbereich im elektromagnetischen Spektrum, den ich jetzt überhaupt nicht behandelt habe, wo auch Erdbeobachtungssatelliten existieren, die offene Daten liefern. Damit bin ich durch. Nochmal der Appell, nutzen Sie diese Daten. Denn die Zukunft offener Satellitendaten ganz generell hängt stark von dem Erfolg ab. Der einzige Grund eigentlich, weshalb wir in Europa derzeit offene Satellitendaten haben, ist aufgrund des Landsat-Erfolges. Und wenn jetzt mehr Leute diese Daten nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch in Zukunft weiter offene Daten haben werden und mehr bekommen werden, relativ groß. Vielen Dank. Ja, Christoph, vielen Dank. 1 bis 2 kurze Fragen kriegen wir noch hin. Ich habe es ein bisschen länger laufen lassen, weil es war, glaube ich, spannend. Wissen Sie, was mit Satelliten wie Landsat 1 passiert, die nicht mehr aktiv sind? Können die wieder aus ihrer Umlaufbahn genommen werden oder schwirren die noch immer rum? Ja, also unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, bei Landsat 1 kann ich es nicht konkret sagen. Mittlerweile ist es so, dass die meisten Satelliten, die gestartet werden, mit einem festen Programm gestartet werden, die auch wieder abstürzen zu lassen, gesteuert, damit eben der Orbit frei bleibt. Viele von den älteren Satelliten werden nicht derartig entsorgt, sondern die verbleiben relativ lange in ihrer Umlaufbahn, 30, 50 Jahre, manche sogar länger, bis sie dann durch die natürlichen Bremsung und Orbit Decay abstürzen. Also vieles von dem, was nicht mehr in Betrieb ist, ist noch physikalisch da oben. Noch
Eine kurze Frage können wir noch? Keine Fragen mehr. Christoph, danke für den Überblick. Ja, also wenn nachher noch Fragen sind, können Sie mich gerne noch ansprechen. Danke. Ja. Vielen Dank.